Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist der Fischkopf, wir spielen weiter Alien Isolation und es, naja, könnte sein, dass es irgendwie die letzte Folge ist, aber ich weiß es nicht. Ich meine, Finale habe ich schon längst erwartet. Was soll ich machen? Warte mal. Entriegeln Sie die Torrents. Ja, aber muss ich dann jetzt hier in so einen Anzug rein? Ich hoffe. Aber wie soll ich denn die Torrents entriegeln? Ich habe keine Ahnung. Wisst ihr noch das letzte Mal, als sie das gemacht hat? Okay. Kann ich hier direkt? Okay, cool. Das heißt, sie geht einfach hin mit so einer Zange und versucht die Torrents abzumachen. Löblich auf jeden Fall. Ich finde das gut. Ripley, Einsatz. Einsatz. Fahren wir hin. Okay, falls ihr es nicht mitbekommen habt, die Sevastopol oder wie die heißt, die fällt ja jetzt Richtung Planet und fällt da runter. Und die Torrents ist ja da dran und fällt mit im Moment. Und ist verklemmt. Und jetzt müssen wir halt mit der Zange dahin und so ein bisschen iu. Torrents abmachen. Aber vorher gehen wir jetzt 20 Minuten in unserem Anzug hier lang. Ich weiß, ich mache schlechte Laune über das Spiel, aber das hat das Spiel verdient. Oh Mann. Guck mal, jetzt laufen wir hier stundenlang. I don't like. Auch wenn die Optik, es ist irgendwo hübsch. Tolle Bilder und so. Aber mich muss man irgendwie anders am Ball halten als mit. Wir hatten das Thema schon. Ich kann gerne nochmal irgendwie ein andermal drüber reden, was ist denn jetzt hier los? Warum kann ich da jetzt nicht drauf? Ach, weil ich hier lang muss. Ich habe nichts gesagt. Immerhin kann das Alien hier nicht sein, oder? Ist das so? Oder sehe ich das falsch? Okay, wo müssen wir hingucken? Wo passiert jetzt irgendwelche Action? Vor uns? Oder hinter uns? Vor uns. Das hat mich ganz selber umgedreht. Cool, so. Aua. Oh mein Gott. Das ist schon eine geile Optik, muss ich ja sagen, ne? Muss ich ja sagen. Ich frage mich immer noch, wie sie jetzt die Torrents mit der Hand losmachen will. Oder gibt es da gleich einen Absprengknopf? Mal noch zurückgucken. Oh. Wow, das ist so riesig, das Ding. Und der Planet kommt immer näher. Ist das Saturn eigentlich? Nein. Ich bin hier, Berlin. Es müssen zwei Zündungsmechanismen zur Entsperrung der manuellen Entriegelung geben. Ich kann sie sehen. Ich bin da! Schlüsselkarte benötigt? Schlüsselkarte benötigt? Da ist eine... Wird eine fucking... Oh. Ey, wenn ich jetzt hätte zurücklaufen müssen... Alter! Hätte ich gekotzt. Aber man muss jetzt, guck mal, man muss jetzt hier nochmal einmal außen rum gehen. Die Dinger sind genau nebeneinander. Da ist so eine Anhöhe dazwischen, da kann man nicht rüber. Man muss jetzt einmal hier rumlaufen. Nee, da kommt bei mir auch keine tolle Stimmung auf. Nur weil ich jetzt einmal rumlaufen muss. Überhaupt nicht, Leute. Ich habe Sonnenhals. Ich spiele das echt nur zu Ende, weil es sonst kacke wäre. Dieses Projekt nicht zu beenden. Bin ich ganz ehrlich. Was? Da ist ein Alien! Die können leben ohne Sauerstoff. Fuck! Geh weg! Geh weg! Fucking, was muss ich tun? Habe ich jetzt schon Sachen gemacht?
Jetzt habe ich es angemacht. Jetzt dockt das hier ab. Wieso ist das mich nicht auf? Ich bin doch hier vorne. Ich kann doch eh nichts machen. Ach, da ist die Schleuse auf. Was stand da? Einfach drücken. Drück einfach. Ripley, drück einfach. Lass dich nicht ablenken davon, dass da zwei Aliens vor dir sind. Na, was muss ich jetzt noch für viele Knöpfchen drücken, hä? Ich höre das Alien. Ich höre die Aliens. Ich höre sie neben mir. Alter. Lass dir Zeit. Das ist echt krass gesichert. Noch mehr? Natürlich. Natürlich. Oh. Knöpfchen, ja. Und jetzt? Das vierte. Das ist eine sehr gute Sicherung. Das ist eine super gute Idee. Das wird bestimmt auch in der Raumfahrt verwendet. Oder so. Oder beim Kuchenbacken. Was genau passiert gerade? Verlaine, ich bin auf meinem Weg zur Brücke. Okay. Kann ich mich umziehen? Okay, also theoretisch sollten jetzt die Aliens kaputt sein. Aber da sie da im All einfach mal überleben können... Oh, ich bin zurück. Hier hat das Spiel angefangen. Da sie aber alle überleben können, bin ich mir doch gar nicht so sicher. Hier kann ich mich da rumziehen oder nicht? Nein? Ich bin schon wieder falsch gelaufen, ne? Wo muss ich hin? Sag's mir. Sag's mir einfach. Geradezu? Verlaine? Warum ist hier jetzt... Fuck. What the fuck? What the fuck? Nix. Rechts.
Ha. Okay. This is Ripley. Wundervolles Ende, wie ich finde. Es ist sozusagen ein Traum gewesen. Ja, ihr kennt meine Meinung. Also, falls hier überhaupt jemand bis hierhin geguckt hat. Ja, ich würde es euch nicht übel nehmen, wenn ihr das nicht gemacht habt. Ich könnte es sehr, sehr verstehen. Nicht nur deswegen, weil das Spiel so ein bisschen repetitiv war an vielen Stellen. Sondern weil man eventuell auch mir angemerkt hat, dass ich das nicht so geil fand, was da passiert ist. Ich wurde zwischendurch sauer und laut. Und meines Erachtens nach dies auch völlig zu Recht. Beziehungsweise, ich bin einfach nicht geeignet für solche Spiele anscheinend. Vielleicht gibt es ja da, Leute da draußen, die sagen am Ende des Spiels, boah, geil. Boah, es war richtig geil. Also ich hatte Spaß. Ja, das war, ich konnte nicht aufhören. Ich musste immer wieder das Spiel anschmeißen. Ich habe zwischen dem Aufstehen und dem wieder ins Bett gehen eigentlich nur gezockt, weil dieses Spiel mich einfach nicht losgelassen hat. Es hat mich so sehr gefesselt. Mag sein, ist auch okay. Kann ich dann vielleicht doch irgendwo nachvollziehen, wenn man sich dann nämlich den ganzen hingibt. Dann entsteht da so eine Atmosphäre und die kann ja ganz toll sein. Und ich habe damals aber Alien dann mir geholt, beziehungsweise vielen Dank nochmal für den Key an die Alliance-Kollegen. Finde ich sehr, sehr nett. Sehr, wirklich sehr, sehr nett. Ja, aber ich habe es damals, genau, jetzt habe ich meinen Faden wiedergefunden. Ich habe es damals mir geholt, weil ich dachte, ja, die Zuschauer, die stehen ja immer so auf so Gruselscheiß und so. Und die fanden das ja auch ganz toll, als ich Sender gemacht habe. Dann mache ich jetzt mal das Gleiche mit Alien. Und dann habe ich Alien installiert. Und war auch erst ganz schön angetan, ne? Ich fand es erst cool, weil ich dachte, okay, man muss sich die ganze Zeit nur schleichen. Und es gibt eine Story, die ganz nett erzählt wird. Und so und bla und so. Aber dann wurde es halt, also so ein bisschen so eine Karikatur von sich selbst, ne? Sie müssen jetzt von A nach B. Achso. Jetzt sind sie aber da. Jetzt müssen sie aber jetzt nochmal den Strom anmachen. Und dann müssen sie dahin gehen. Dann gehst du dahin. Ah, hier ist alles kaputt. Aber du kannst jetzt wieder dahin gehen, ne? Aber wenn du da hingehst, dann musst du jetzt den Strom anmachen. Und dann bist du halt immer nur so hin und her gelaufen wie so ein Vollhorst. Und ab und zu mal, an eineinhalb Händen abzählbar, gab es so Momente, wo Sachen passiert sind, ja? Das Marlow-Interview, die Marlow-Mission, die jetzt ja auch nicht überragendes Gameplay geliefert hat, sondern einfach nur die Story irgendwie, ja, ich gebe es zu, auf gute Art und Weise irgendwie weitererzählt hat. Das war ja gut gemacht. Aber alles in die Länge gezogen. Auch gerade jetzt die letzten Folgen, Leute. Entschuldige mal bitte, ja? Aber musste das sein? Musste das wirklich sein? Ich meine, das baut die Stimmung auf. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich meine, vielleicht ist es ja so und ich bin einfach nur so verblendet, weil ich einfach keine Lust mehr hatte auf das Spiel. Das mag ja sein, dass du dann irgendwann so eine Antipathie entwickelst, die dann gar nicht mehr so richtig objektiv sein kann. Das würde ich auch total einsehen. Würde ich auch unterschreiben. Ich will das Spiel jetzt nicht komplett schlecht reden. Es war eigentlich ganz gut. Es war an sich ganz gut, aber halt eine Art und Weise von Spiel. I don't want. Hier, Sigourney Weaver as Ellen Ripley. Die hat nämlich hier die Originalstimme gesprochen. Im Englischen. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Deutschen ist, ob dann die jeweilige Dubberin meine ich, also die Synchronstimme das gemacht hat. Ich weiß es nicht. I don't know. I don't fucking know, bitch. Aber ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Also wenn ihr bis hierhin geguckt habt, dann scheint ihr ja echt ganz schöne, echte Fans zu sein, wa? Oh Mann, ey. Ja, die Klicks sind schnell runtergegangen, was ich... Ja, ich muss auch nicht erklären, warum ich das verstehe, warum das so ist. Jetzt ist das Spiel durch. Es war mir wichtig, es durchzuspielen. Das war mir schon noch wichtig. Aber jetzt ist es durch und jetzt, ich sag mal in Anführungszeichen, klaut jetzt keine Zeit mehr für andere Spiele. Ich will viele Indie-Spiele euch mal wieder vorstellen. Vielleicht habe ich es ja mittlerweile schon gemacht, weil ich habe das ja hier in der Session durchgespielt. Die letzten Folgen, das waren bestimmt 6 Folgen oder so. Oder 7 mindestens oder 8. Ihr könnt es ja abzählen. Das sind alle die Folgen, wo ich so ein lustiges Pflaster auf meinem Pickel auf der Stirn habe. genau. Also,
In der Zeit habe ich hoffentlich schon wieder andere Sachen geschafft. Ich habe da so ein paar Indie-Titel im Auge, die ich einfach mal anspielen möchte und vielleicht sogar nicht nur anspielen, sondern Let's Playen möchte. Und es gibt auch noch so ein Format, was ich unbedingt mal rausbringen will hier auf dem Kanal, aber ich habe es bisher immer noch nicht geschafft. Also vielleicht ja doch. Wer weiß. Aber ich glaube in der Zeit nicht. Cool. Ja, dann, Leute, vielen, vielen Dank. Vielen, 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 vielen Dank. Nicht nur jetzt hier fürs Zuschauen, sondern für die generelle Unterstützung, weil meine Theorie ist, alle, die jetzt bis hierhin geguckt haben, das sind die tatsächlichen, echten Fans von Fischkopf TV. Und euch sei mal gedankt für alles. Euch sei mal gedankt dafür, dass ihr diesen Kanal immer wieder besucht und mich dadurch einfach unterstützt. Das ist einfach unglaublich cool. Auch für alle die, die bei den Livestreams immer dabei sind. I love it. I love it. Es tut mir leid, dass ich mich weiter oder, ich sag mal, intensiver mit euch interagieren kann, aber das lässt die Zeit einfach nicht zu. Das lässt die Zeit einfach nicht zu und ich persönlich habe mir irgendwann gesagt, pass mal auf, wenn du jetzt hier das alles noch schaffen willst, dann musst du irgendwo Einschnitte machen und das ist zum Beispiel beim Kommentare lesen und beantworten, also hauptsächlich beim Beantworten. Lesen tue ich doch noch eigentlich die, nicht nur die meisten, sondern eigentlich alle. Manchmal ist es so, dass ich sie auf dem Handy lese. Ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, ne? Aber ich sag's nochmal. Dass ich sie auf dem Handy lese und dann erst zu Hause beantworten kann. Und dann komme ich aber nach Hause und dann kann ich nicht mehr alle angucken, weil es dann zu viele sind. Und dann kann ich nicht mehr auf diesen Kommentar zurückkommen, den ich mir da vorgenommen hatte zu beantworten. Meistens klappt das aber. Allermeistens klappt das. Ich kann halt aber nicht mehr auf so Sachen antworten wie: Willst du mit mir spielen oder hast du morgen Zeit? Weil. Also, ich hoffe da echt um euer Verständnis, dass ihr versteht, dass das einfach nicht geht. Es geht nicht. Ich habe die Zeit nicht. Ich habe die Zeit nicht, meine eigenen Freunde zu treffen, weil so viel YouTube immer da ist. Und da werde ich nicht mit Fremden mich treffen, um mit denen zu spielen. Das wird nicht passieren, Freunde. Das tut mir wahnsinnig leid. Aber ihr werdet garantiert, ihr habt da bestimmt Leute, mit denen ihr spielen könnt und ihr wollt gar nicht mit mir spielen. Ich nerv die ganze Zeit, ganz ehrlich. Sehr, 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 sehr ehrlich. Sehr, sehr ehrlich. Ja, ich schnack noch ein bisschen, ihr wisst es ja, ich lasse die Credits immer durchlaufen. Aber es muss jetzt mal langsam reichen. Mein Mund ist trocken, ich muss Sachen schneiden, hochladen und ins Bett gehen. Ein letztes Mal danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, lasst unbedingt gerne einen Daumen nach oben da, weil das hilft tatsächlich ungemein dem ganzen Kanal Quatsch hier. Und tja, ich gehe dann mal. Viel Spaß noch bei den Credits. Die lasse ich noch laufen. Ich werde keinen anderen Modus von Alien anspielen. Das sei schon mal gewiss. Also vielleicht mal anspielen, nur mal zu sehen, was es ist. Aber ich glaube eher nicht. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, das wird nicht passieren. Also wartet nicht drauf. Und fragt vor allem nicht in den Kommentaren danach. Bitte. Bitte. Bitte, bitte. Okay? Dann vielen Dank. Und bis zum nächsten Let's Play. Ich freue mich drauf. Das war der Fischkopf. Bis dann und... Tschüss!